Von 48.1. Wir sind gerade auf der Create & Connect im Jofel Münster und wir zeigen euch jetzt mal, was hier alles so zu erleben gibt. So, wir sind jetzt hier am Stand vom Onbones. Ich wollte einfach mal fragen, was seid ihr, für was steht ihr? Ja, wir sind in erster Linie eine Siebdruckerei, also das heißt, wir produzieren Merch für Bands. Das geht beim T-Shirt los, geht weiter über das Plattencover bis hin zur Webseite. Wir haben ganz viele Beratungsdienstleistungen für Bands, also das heißt, wir können Bands dabei helfen, ihre Musik bei Spotify einzustellen, bei iTunes einzustellen. Wir können Bands helfen, ihr Image zu artikulieren und eine Marketingstrategie zu erarbeiten. Und wir haben ein Ladenlokal, was ganz praktisch ist, weil so können wir von lokalen Bands und regionalen Bands Merch und Platten kaufen und die dann halt in Münster zugänglich machen. Das heißt, ihr habt quasi den direkten lokalen Zugang zu den Bands und versucht, diese dann eben auch zu unterstützen. Genau. Wir stehen jetzt hier am Stand vom Juicy Beats und ich wollte einfach mal fragen, was macht ihr, wofür steht ihr, was ist ein Festival? Ja, wir sind ein Festival in NRW, das größte für alternative Popmusik. Wir hatten dieses Jahr auf dem letzten Festival 45.000 Besucher. Musikrichtung Hip-Hop, Alternative, hinterher Elektro, Floors, alles Mögliche. Wir haben 7 Bühnen, 14 Floors, also es geht rund bei uns. Wunderbar, das klingt ja schon mal sehr gut. Ich habe ja mitbekommen, dass es dieses Jahr abgebrochen werden musste. Wird es nächstes Jahr denn trotzdem stattfinden? Na klar, das lassen wir uns nicht entgehen. Also es war natürlich super blöd, dass es dieses Jahr abgesagt werden musste. Gott sei Dank ja nur der zweite Tag. Der erste hat stattgefunden. Wir werden aber auf jeden Fall die Party nachholen und nächstes Jahr ein dickes Line-up auffahren und gut feiern. Wir sind jetzt hier in einem etwas abgelegenen Bereich. Hier habt ihr die Möglichkeit, sämtliche Musikvideos von allen Bands, die auch im Münsteraner Bandnetz vertreten sind, euch anzugucken per Kopfhörer. Ich würde sagen, wir zeigen euch das mal ganz kurz. So, wir sind jetzt hier am Stand von Create & Connect selber. Wie kam es denn zu dieser Messe überhaupt? Ja, also generell das Ziel von Create Music ist ja, die Musikszene, die populäre Musikszene in Westfalen-Lippe zu fördern, zu beleben, zu aktivieren. Und das ist dann natürlich eine zentrale Anlaufstelle für alle Musiker in Westfalen-Lippe. Man hat ein tolles Programm, Konzerte, Workshops, tolle Workshop-Dozenten. Wir haben ganz viele Aussteller, die ihre Programme vorstellen und ich denke, das ist für viele Nachwuchskünstler, Newcomer, eine tolle Möglichkeit, um sich neues Wissen auch anzueignen. So, wir sind jetzt hier am Stand vom Rock and Pop Museum. Wofür steht ihr denn überhaupt und was macht ihr? Ja, wir sind seit 2004 in Gronau ansässig und das Rock- und Pop-Museum zeigt eigentlich 100 Jahre Musikgeschichte. Wir haben unsere Dauerausstellung, die also das ganze Jahr über besucht werden kann und wir haben stetig wechselnde Ausstellungen zu verschiedenen Themenschwerpunkten. So hatten wir zum Beispiel in der Vergangenheit mal eine Ausstellung zu den Scorpions. Im Moment haben wir deutschen Hip-Hop als Ausstellung. Das läuft noch bis Februar 2016. Und alle Fans des deutschen Hip-Hops gerne zu uns kommen. Wie kommt es, dass ihr genau nach Münster kommt? Create Music ist ein Projektpartner von uns.
Wir machen gemeinsam die Kennstudio Live-Konzerte. Das ist eine Reihe von Streaming-Konzerten im Internet. Die kann man kostenlos als User aufrufen über unsere Homepage. Und ja, dann kann man den 3D-Sound über Kopfhörer genießen und die Bands also live in Aktion sehen und dabei auch sogar mit der Band chatten. Ist eine feine Sache und machen wir jetzt schon das zweite Jahr in Folge. So, wir haben jetzt hier einfach mal uns einen Besucher geschnappt und ich wollte mal fragen, wie bist du hier drauf gekommen und wie gefällt es dir? Also ich bin über Facebook hier auf die Veranstaltung gestoßen und bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Also hier sind ja relativ viele Stände und ich habe auch schon an einem Workshop teilgenommen und ja, habe den ganzen Tag im Prinzip in Workshops durchgeplant, sodass ich dann hier auf den neuesten Stand komme im Prinzip. Kannst du den Leuten vielleicht mal kurz sagen, was das genau für Workshops sind? Ja, ich habe gerade einen Workshop zu Booking E-Mails im Prinzip besucht, also wie man die am besten schreibt und was für Angaben man da am besten ja, wirklich reinschreibt, um halt wirklich den Booker anzusprechen und zu gucken, dass die E-Mail halt auch richtig angenommen wird. Ich freue mich sehr, ich hoffe auf einen dicken Applaus. Herzlich willkommen unsere neue Kulturministerin Christina Kampmann. Musik ist einfach ein toller Ausgleich zu allem, was man macht. Und ich habe es ja eben schon gesagt, irgendwie begleitet es auch einen immer, egal was man gerade tut und wohin man gerade geht. Ja, ich freue mich total, dass ich heute zum ersten Mal dabei sein kann, gleich zu meinem Amtsantritt sozusagen. Ich finde, Create Music ist ein tolles Projekt, das es auf jeden Fall verdient, gefördert zu werden. Hier sind viele tolle neue Bands, die auf jeden Fall ihren Weg gehen sollen. Ich freue mich, wenn ich das unterstützen kann und wünsche allen ein weiteres tolles Projekt und einen unglaublich schönen Tag. Und das hier ist das Netzwerk. Moin Moin, die erste Schicht ist jetzt vorbei. Unsere Kollegen haben jetzt Feierabend. Jetzt sind wir an der Reihe und schauen, was in der zweiten Schicht jetzt so im Würfel abgeht. Mein Name ist Yao Ofue. Ich habe jetzt 2,5 Jahre lang das Projekt Create Music geleitet. Das ist ein Förderprojekt für junge Bands, wo es darum geht, dass sozusagen junge Menschen aus dem ländlichen Raum auch auf die Bühnen dieser Region kommen. Im Grunde ist Create Music ein neues Experiment unseres Kulturministeriums mit Kooperation auch des LWL, der LWL Kulturstiftung und des Kultursekretärs Gütersloh. Es geht darum, zu schauen, ob mit staatlichen Mitteln tatsächlich sowas Lebendiges wie Jugendkultur überhaupt gefördert werden kann, also Jugendkultur bzw. Popkultur. Populäre Musik ist was sehr Autonomes und da ist also die Frage gewesen, wenn wir junge Menschen in unserem ländlichen Raum haben, die aktiv sind, die zum Beispiel über populäre Musik ihre Region beleben, wie können wir das hinkriegen, dass dann noch ein bisschen mehr davon da ist? Und das eben mit staatlichen Mitteln, das ist das Projekt Create Music. Also, Create Music hat als Startprojekt in OWL angefangen, in Gütersloh, und wurde jetzt in der Laufzeit 2013 bis 2015 auf Westfalen-Lippe ausgeweitet. Westfalen-Lippe ist also so etwa 60% von NRW, aber eher der ländliche Raum. Und das ist genau das, was sozusagen den Radius von Create Music ausmacht. Es geht eben nicht darum, die Ballungsgebiete zu fördern, die großen Städte, sondern es geht genau darum, dahin zu schauen, wo einfach nicht so viel ist. Und das in einer ja, doch ziemlich großen Region. Also da bin ich ja ein bisschen stolz drauf, dass tatsächlich man so viele unterschiedliche Menschen zusammengebracht hat. Und sagen wir mal unter dem Begriff populäre Musik, da fällt ja einiges drunter. Das geht von Hip-Hop über Metal, über Rock, über Pop, über Schlager fast sogar. Ja? Das heißt also im Grunde genommen, mit diesem einen Begriff populäre Musik spricht man eigentlich eine ganz unterschiedliche Zielgruppe an. Und dass es also wirklich gelungen ist, diese unterschiedlichen Menschen so miteinander zusammenzubringen, dass eine gemeinsame Einheit, dass ein Netzwerk entsteht, eine gemeinsame Kraft, das ist, was mich heute begeistert hat und das ist auch das, was ich bei den Besuchern festgestellt habe, dass es sie begeistert hat. Dass sie gemerkt haben, wow, wir sind hier, wir sind nicht allein,
Wir sind eine Gemeinschaft, ein Netzwerk, und von daher glaube ich, dass also für die allermeisten Besucher heute auch wirklich eine tolle Sache war.